Hallihallo, hier ist Winnie von MSGamerTV und willkommen zurück bei Let's Play Mafia. Wir haben gerade unsere Verfolger abgehängt nach dem zweiten Versuch und müssen jetzt unsere beiden Kollegen, oder die unsere Kollegen wären, so, noch sind sie nicht unsere Kollegen, müssen wir zu Saleris Bar bringen. Das ist nicht weit, aber wir haben auch nicht so viel Zeit. Jetzt mal 9 Minuten. Und wir müssen jetzt auch richtig vorsichtig fahren, weil Sam hat noch 26 Leben. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, sonst geht die Mission schon wieder daneben. Naja, über Rot fahren können wir jetzt schon, ist jetzt egal. Polizei sind sowieso keine da, oder so gut wie keine. Aber später, tagsüber, ist das schon, oder im Verlauf der Story wird das immer schwieriger, also da muss man sich schon verkehrsgerecht verhalten. Na, Kollege, Taxifahrer. Hast du dich vielleicht verirrt? Nein, hab ich nicht. Bin doch bald da. Also beruhig dich, Pauli. Jetzt habe ich schon den Namen von dem einen gesagt. Naja, egal. So, jetzt müssen wir hier rum. Uiuiui. Handling des Autos ist aber nicht gerade gut. Ja, der Kompass zeigt uns auch genau die Richtung an, wo jetzt das Ziel liegt, aber wir können ja nicht durch Häuser fahren. Also müssen wir leider schön auf der Strecke bleiben. So, jetzt fahren wir durch einen schönen Tunnel unter dem Fluss durch und kommen auf die andere Seite der Stadt in Little Italia. Jetzt können wir die nächste schon mal links abbiegen. Und danach fahren wir, würde ich sagen, folgen wir den Schienen. Und sind ja auch dann gleich da. Ach ja, hier war eine kleine Abkürzung. Die werden wir doch nehmen. Nee, ich passe nicht auf. Danke, hier ist Ihr Geld. Vielen Dank. Und der nächste bitte. Oh. Ein Glück, dass Sie da sind. Ich muss zum Theater auf Central Island. Nehmen Sie die Giuliano Bridge. Das ist am kürzesten. Wie Sie meinen. Giuliano Bridge, das müsste dann die untere sein. Oh je. Wir leben doch noch. Ja, jetzt kam die erste Beschwerde. Ja, die Frauen sind, glaube ich, schon ein bisschen empfindlicher. Aber bei den Leuten, die hier fahren, da kann man auch nichts anderes erwarten. Ja, guck mal, wie die einscheren. Das ist ja nicht normal. Deine kleine Entschädigung für deine Dienste und für dein beschädigtes Taxi. Es sollte reichen. Ja, natürlich, danke. Richten Sie Mr. Salieri meine Grüße aus. Mr. Salieri richtet dir aus, dass er sehr dankbar ist. Solltest du jemals etwas brauchen, kannst du wiederkommen und Mr. Salieri um Hilfe bitten. Mr. Salieri vergisst niemals Freunde, die ihm einmal geholfen haben. Wenn du interessiert bist, könnten wir vielleicht sogar einen Job für dich finden. Mr. Salieri zahlt gut. Wir haben immer einen Job für Leute, die so gut sind wie du. Okay, okay, ich denke darüber nach. Danke. Echt nett. Danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Okay, verstehe. Denk einfach drüber nach.
Und ich hoffe, dir ist klar, dass die Sache unter uns bleibt. Pass auf dich auf. Hübsche Fliege, Sam. Natürlich hat unser Wagen jetzt in dem Video keinen Schaden genommen. Als ich den Umschlag öffnete, bekam ich fast einen Herzanfall. Es war mehr, als die Reparaturen kosten würden. Aber ich dachte nicht eine Minute über ihr Angebot nach. Ich wollte nicht mit Gangstern arbeiten, selbst wenn sie noch so viel Geld hatten. Besser arm und am Leben als reich und tot, oder? Ich lasse mein Taxi reparieren und versuche alles so schnell wie möglich zu vergessen. Wie meine Mutter immer gesagt hat, man kann nie voraussagen, was Gott noch für dich auf Lager hat. Tja. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, auf der Flucht. Und zwar müssen wir jetzt... Bringen Sie mich bitte zur Kirche nach Downtown. Okay, okay. So, die Ampel ist rot, daher müssen wir leider warten. Gegenüber den Fahrgästen müssen wir uns leider verkehrsgerecht verhalten. Deswegen werde ich auch die Geschwindigkeitsbegrenzung aktivieren. Ach, das habe ich nicht verfahren. Ja. Ja, ich denke mal, das wird in der Zeit noch machbar sein. Ja, sehr gut. Werde direkt grün. Optimal, finde ich. Spart Zeit. Ach nee, jetzt sind die Schranken oben. Verdammt. Nichts machen. Das heißt wieder ein bisschen warten. In 3 Minuten sollten wir schon da sein. Jetzt noch die nächste links und dann die 4. rechts. Und schon haben wir es geschafft. Mal rechts abbiegen. Ja Leute, ich habe Vorfahrt, würde ich sagen. Und überholen ist, denke ich mal, hier auch erlaubt. So. Und hier rechts abbiegen und dann haben wir unser Ziel auch schon erreicht. Ihr Ziel liegt rechts. Haben wir schon mal am Bürgersteig. Okay, hier an der Treppe bitte. Und das ist unser nächster Fahrgast und das machen wir im nächsten Video weiter. Also bis dann, Leute.